Wie sind Sie vorgegangen? Ja. Also ich habe erstmal das Vierersystem aufgeschrieben mit Kiosk 0, Kiosk 1, Kiosk 2. So eine Stellenwerttafel? Genau. Ich schreibe eine Stellenwerttafel auf 4 hoch 3. Man weiß ja nicht so genau, wie weit man gehen muss, ne? So, und dann? Psst. Dann habe ich geschaut, dass man seit 34, 64 und die nächste Höhe ist seit 44, schon 256, also kommt der nicht in dieser 97. Genau, ich wiederhole es gerade mal, das müssen wir mit der Kamera. 4 hoch 4 ist 256. Das ist 64. Das heißt, Sie haben geschaut, 4 hoch 4 geht nicht mehr rein, 4 hoch 3 geht aber noch rein. Dreimal geht die 64 in die 197 rein. Kurze Bemerkung, Sie machen genau das Gleiche, was wir vorhin als Römer gemacht haben. Wir haben geschaut, geht denn das M noch rein? Ja, M geht rein, wie oft geht M rein? Und dann anschließend wird der Rest genommen und das nächst kleinere Symbol untersucht. Ne? Genau. Drei, also hier geht das 0 mal 4 hoch 4, 3 mal 4 hoch 3. Was ist 3 mal 64? Das ist 192. 192 ergibt das. Also 3 mal 64 ergibt schon 192. Das heißt, ich habe noch den Rest von 5. Jetzt, wie die Römer, also prinzipiell egal, immer wenn man so Bündel hat. Ja? Nächste Stelle. 16. 16 geht in die 5 nicht rein. 4 geht einmal in die 5 rein. Rest 1 und ein Einer geht noch rein. So. 3011, ne? Richtig, 3011. Das ist nicht die 3011. Das ist die 197. Das ist die 197. Sie können sich vorstellen, das wird ziemlich umständlich bei großen Zahlen. Wenn Sie eine Riesenzahl haben, die Sie im Vierersystem darstellen wollen, ich sage mal 12.756, dann müssen Sie sich erstmal überlegen, was ist ein 2 hoch 3, was ist ein 2 hoch 4, was ist ein 4 hoch 3, was ist ein 4 hoch 4, was ist 4 hoch 5, 4 hoch 6, 4 hoch 7, 4 hoch 8 und so weiter. Gucken, was ist das größte Bündel, das reingeht, wie oft geht das rein, abziehen, Rest nehmen, nächst kleineres Bündel, das ist alles ziemlich umständlich und langwierig. Es geht einfacher. Weiß jemand, wie es einfacher geht? Keiner rauskriegt? Sie? Ja, irgendwie mit der Restberechnung, da kann man aufhören, die 197 grundsätzlich mal durch 4 zu teilen. Und dann haben wir also 49 Bündel plus ein Vierer-Deckchen. Genau. Man macht wiederholte Division mit Rest, Division durch 4 mit Rest. Ich mache Ihnen das mal vor, passen Sie auf. Sie müssen aber leise sein, so anstrengend. So. Ich teile die 197 durch 4 mit Rest. 197 ist gleich wie viel mal 4, wenn ich das durch 4 teile? Durch Division mit Rest? 49 Rest 1. Genau. 197 ist also 49 mal die 4. Plus 1. Kontrollieren wir, 40 mal 4 ist 160, plus 36 ist 196, plus 1. Okay, ich habe durch 4 geteilt mit Rest. 197 ist 49 mal 4 plus 1. Jetzt nehme ich die 49 und mache das gleiche nochmal. Division durch 4 mit Rest. 49 durch 4. 12, genau. 49 ist 12 mal 4
und da bleibt ebenfalls 1 Rest. Weiter geht's. 12 ist gleich. Einfach 3 mal 4 plus 0. Kein Rest. 3 ist gleich 0 mal 4 plus 3. Ja? 0 mal 4 plus 3. Nimm immer die Zahl, das Divisionsergebnis und mach wieder Division mit Rest. So lange, bis hier 0 steht. Dann bin ich fertig. So. Magie! Hier steht die Zahl von unten nach oben geschrieben. Oh, super, oder? Funktioniert immer. Ich erkläre, also man versteht, warum das funktioniert, wenn man es mal rückwärts macht. Machen wir es mal rückwärts. Ich schreibe hier hin. Also das heißt rückwärts, ich setze mal die Gleichung ineinander ein. 197 haben wir rausgefunden, ist 49 mal 4 plus 1. Jetzt nehme ich die 49, ist gleich 12 mal 4 plus 1 und ersetze die 49 hier durch 12 mal 4 plus 1. Ist also 197 ist gleich, 49 ist 12 mal 4 plus 1. Und das Ganze mal 4 und plus 1. So, jetzt nehme ich die 12, 4 und ersetze sie durch 3 mal 4 plus 0. 197 ist also gleich 3 mal 4 plus 0 plus 1. Entschuldigung, nein. 12 ist 3 mal 4 plus 0. Das Ganze mal 4 plus 1 und das Ganze mal 4 plus 1. So, das könnte ich jetzt mit der 3 auch nochmal machen. Die 3 nochmal setzen durch 0 mal 4 plus 3. Das macht man aber im letzten Schritt jetzt nicht mehr, wenn man diese Überlegung macht. Den lassen wir weg. Was habe ich da jetzt stehen? Durch die erste Division durch 4 habe ich etwas da stehen, mal 4 plus der Rest. Dieses Etwas wird wieder mit 4, durch 4 dividiert mit Rest, habe also das hier, das Ergebnis mal 4 plus der Rest und so weiter und so weiter. Das heißt, bei jeder Division durch 4 mit Rest erreiche ich letztendlich, dass in dieser Darstellung Etwas mal 4 genommen wird plus Rest. Und innen drinnen wieder Etwas mal 4 plus Rest. Jetzt kann ich ausklammern, also Distributivgesetz anwenden mehrfach, was dazu führt, dass Folgendes passiert. Ich löse erstmal diese Klammer hier auf. Dann habe ich da stehen, 3 mal 4 plus 0 mal 4. Jetzt wird das da genommen mal 4 plus das da mal 4. Das da mal 4 ist das da mal 4 Quadrat plus 1 mal 4 und das Ganze, naja, plus 1. Irgendwie habe ich das. Ja, da brauche ich keine Klammer, oder? Hier eine Klammer zu viel, genau. So, weg. So. Wenn Sie diese Darstellung haben, dann haben Sie immer etwas mal 4 plus der Rest und das Ganze wird wieder mal 4 genommen plus der Rest und das Ganze wird wieder mal 4 genommen plus der Rest und das Ganze wieder mal 4 genommen. Das heißt, von innen nach außen kommt immer ein Vierer dazu und das, was ganz innen steht, das erhält durch das Ausmultiplizieren immer wieder eine Viererpotenz dazu. Wir können es noch einen Schritt weiter machen. Können wir noch? Ja, ich nehme jetzt das hier und multipliziere aus. Dann habe ich 3 mal,
Hier steht ja 3 mal 4 plus der Rest. Das heißt, hier habe ich eine 4, diese 4er-Potenz kommt dazu. Das heißt, hier gehe ich eine 4er-Potenz nach oben und der Rest erhält die alte 4er-Potenz. So. Ja, das heißt, von innen nach außen gesehen, das Innerste erhält durch das Ausmultiplizieren alle 4er als 4er-Potenz, das Nächste erhält eine 4 weniger als 4er-Potenz und so weiter und so weiter. Das heißt, wir kriegen genau die Darstellung mit den einzelnen Potenzen. Diese Darstellung nennt man Horner-Schema. Horner-Schema, das kommt von Polynomen. Ich möchte Ihnen das nochmal an einem allgemeinen Beispiel verdeutlichen. Angenommen, Sie haben folgende Darstellung im g-adischen System. Nehmen wir mal A4, A3, A2, A1, A0 im g-adischen System zur Basis g. Dann ist ja das gleiche wie A4 mal g hoch 4 plus A3 mal g hoch 3 plus A2 mal g Quadrat plus A1 mal g plus A0. Und jetzt mache ich das Folgende. Ich multipliziere sukzessive g aus. Dann habe ich also hier A4 mal g hoch 3 plus A3 mal g Quadrat plus A2 mal g plus A1 und das Ganze mal g plus A0. Ich muss von jedem Ding hier vorne ein g wegnehmen und hole das g da raus. Damit erhalte ich einen Term, bei dem jede g-Potenz um 1 kleiner geworden ist, insbesondere beim letzten Teil. Das ist der Rest, der hier immer bei der Division entsteht. Jetzt nehme ich aus diesem Teil wieder ein g raus und habe ich also A4 mal g Quadrat plus A3 mal g plus A2. Das mal g plus A1 mal g plus A0. Ich habe hier wieder ein g jeweils aus jedem dieser Teilterme rausgezogen, damit wird hier die Potenz um 1 kleiner, insbesondere bei A2 mal g. Dann habe ich hier wieder den Rest durch die Division mit der Division durch g. Ich mache ja nichts anderes als diese Zahl hier, die da steht, mit Rest durch g dividieren. Das ist nämlich gerade das hier mal g plus der Rest. Jetzt nehme ich diese Zahl und dividiere durch g mit Rest. Das bedeutet, hier vorne steht ja überall g drin. Das heißt, hier kann ich mein g rausziehen. A4 mal g plus A3 mal g plus A2. Diese Zahl dividiert durch g mit Rest ist das hier mal g plus A2 mal g plus A1 mal g plus A0. Horner-Schema. Ziffer mal g plus Ziffer mal g plus Ziffer mal g plus Ziffer mal g plus Ziffer. Wiederholte Division mit Rest und derart kann man ganz einfach eine Zahl im g-adischen Zifferensystem darstellen. Okay, da müssen wir vielleicht nochmal drüber nachdenken, aber in der Übung haben Sie da genug Zeit zu. Eine Sache vielleicht zum Ende noch. Wir verwenden ab sofort das Buch. Ja, ab sofort verwenden wir das Buch. Und zwar, das Stellenwertsystem kommt im Buch ein bisschen weiter hinten. Ich würde Sie bitten, einfach in Ergänzung zur Vorlesung die Kapitel 6.1 bis 6.3 zu lesen. Lesen das Kapitel mal mit einer gewissen Lockerheit, okay? Wenn Sie denken, oh, das ist aber noch kompliziert, die Stelle, dann liegt das daran, weil in dem Buch vorher was anderes kommt, damit werden wir uns auch noch beschäftigen. So, okay, jetzt muss ich aber am Schluss noch was machen. Ich soll daran erinnern, bitte die Videos der letzten Woche anzusehen und die Videos von der Woche davor und die Videos von der Woche davor und den Channel abonnieren.